Dann darf ich aufrufen den Punkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Gesetz zur Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Absatz 1 des 5. Buches Sozialgesetzbuch, Drucksache 19/5141. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz aus dem Jahre 2012 hat die Landesregierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums nach 90a SGB V zu etablieren. Diese landesrechtliche Regelung ist bis zum 31.12. dieses Jahres befristet. Die Evaluation hat ergeben, dass es eine Fortführung des Gremiums einheitlich gewünscht wird, weil in diesem Gremium ein intensiver, sektorenübergreifender Austausch der beteiligten Institutionen stattfinden kann. Es sind allerdings auch deutlich geworden, dass es einige Änderungswünsche gibt, die die Landesregierung aufgenommen hat und in den Gesetzentwurf eingearbeitet hat. Einmal ist jetzt alles zusammengeführt in ein Gesetz. Das Stimmrecht der gesetzlichen Krankenversicherung ist nach Marktanteilen neu geregelt worden, um jeweilige Herausforderungen der einzelnen Kassenarten gerecht zu werden und optimale versicherungsgerechte Entscheidungsfindungen des gemeinsamen Votums des GKV auch zu ermöglichen. Wir binden inzwischen alle Kammern ein zur Förderung der intersektorellen Zusammenarbeit aller Akteure. Und die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass nicht die Frage des Stimmrechts, sondern die Frage der Beteiligung und die uneingeschränkte Möglichkeit der Sachdiskussion in den Arbeitsausschüssen ohne Stimmrecht genauso wertvoll ist wie mit Stimmrecht. Und im Übrigen ist das Einstimmigkeitsprinzip auch beibehalten worden. Das heißt, wenn einer der Beteiligten, die ein Stimmrecht haben, dagegen spricht, gibt es keinen Beschluss des gemeinsamen Lenkungsgremiums. Es gibt eine Berichtspflicht der oder des Vorsitzenden eines Arbeitsausschusses über den Umsetzungsstand der Empfehlungen oder Stellungnahmen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gremiums. Ich sage nur einmal, momentan einer der Arbeitsausschüsse, die sehr intensiv arbeiten, ist die Frage sektorenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Notfallversorgung, ein Thema, das uns an der Stelle intensiv beschäftigt. Und man merkt an der Stelle, dass die Zusammenarbeit sowohl der Kassen als auch der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhäuser und anderes auf dieser Ebene eine andere Möglichkeit der Entscheidungs- und Lösungsfindung von wichtigen Problemen bietet, als das in anderen Strukturen möglicherweise möglich ist. Insofern wird eben eine noch stärkere Patientenorientierung auch durch die Arbeit des gemeinsamen Landesgremiums etabliert und fortgeführt. Auch hier bittet die Landesregierung um Zustimmung zu dem vorgelegten Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Minister. Ich eröffne die Aussprache und stelle fest, dass sich Frau Kollegin Dr. Sommer gemeldet hat. Sie haben damit das Wort. Wenn keiner mehr kommt, sind wir schon fertig. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Land Hessen, und Herr Minister Grüttner hat es ja gerade schon ausgeführt, hat 2012 von seiner gesetzlichen Möglichkeit nach § 90a SGB ein gemeinsames Gremium auf Landesebene zu bilden Gebrauch gemacht. Heute sprechen wir erneut über das Landesgremium, da das Gesetz bis Ende 2012 befristet ist. Ziel ist es, durch eine verstärkte Vernetzung eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige gesundheitliche Versorgung in ganz Hessen zu fördern. Und diesbezüglich gibt es eben dieses Gremium, und das empfiehlt dann oder entschließt Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen, meine Damen und Herren. Neben dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration sind, und Sie haben schon erwähnt, die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen, die Ersatzkassen, Hessische Krankenhausgesellschaft und die hessischen kommunalen Spitzenverbände vertreten und jetzt auch die Heilberufekammern. In 2012
gehörte ich noch nicht der Beschlussfassung und dem Landtag an. Deswegen habe ich mir die Plenarprotokolle noch einmal angeschaut und geschaut, worüber Sie diskutiert haben. Das war unter anderem, dass weitere Mitglieder benannt werden sollten. Sie damals sagten, Herr Grüttner, dass das bewusst schlank gehalten wurde. Ich zitiere, es würde dieses Gremium mit Sicherheit überlasten, wenn man jetzt die Psychotherapeuten, die Pflege, die Heilkunde, die Osteopathen in das Gesetz aufnehmen würde. Die Heilberufskammer ist jetzt dabei. Ich möchte Sie aber gerne fragen, auch wenn es im Gesetz nicht verankert ist, ob Sie heute nach 5 Jahren Arbeit des Landesgremiums noch genauso urteilen oder ob Sie neben der Heilberufskammer andere relevante Partner mit einbinden möchten, weil das Ziel ist ja schließlich die verstärkte Vernetzung und da zählen einfach alle Fachgebiete im Gesundheitsbereich dazu, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die weitere Auseinandersetzung und auch wir würden gerne eine Anhörung in diesem Falle beantragen, um zu schauen, wie die Arbeit des Landesgremiums sich bewährt hat bzw. evaluiert worden ist. Sie haben ja von der Evaluation gesprochen. Natürlich liegen uns die Regierungsunterlagen vor, aber nicht eine interne Evaluation. Deswegen würden wir gerne schauen, was hat stattgefunden? Welche Änderungen sind gegebenenfalls noch notwendig? Insbesondere bin ich auch sehr gespannt zu erfahren, wann das Gremium getagt hat, welche Empfehlungen beschlossen wurden und wie sie umgesetzt wurden. Oder sind es lediglich die offiziell bekannten Termine? An der Zahl sind es nämlich 4. Im März 2040 mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe, im Januar 2015 die Annahme einer vorliegenden Geschäftsordnung, im November 2015 der Abschluss von Vereinbarungen zur ärztlichen und pflegerischen Versorgung in stationären Pflegeheimen und im Oktober 2016 ein Konzept einer psychosozialen, psychoonkologischen Versorgung sowie Errichtung eines Arbeitsausschusses sektorenübergreifende Notfallversorgung. Das sind sehr wichtige und spannende Themen, meine Damen und Herren, die das Gremium nach seiner Zielbestimmung angepackt hat. Aber mir wäre es wichtig zu erfahren, inwiefern sind Beschlüsse und Konzepte konkret in der Umsetzung? Funktioniert die Vorschaltfunktion des Gremiums wie angedacht? Welche Rolle spielt das Gremium tatsächlich nach 5 Jahren bei der Bedarfsplanung und Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung? Und inwiefern sind eben andere Organisationen bisher eingebunden worden, die eben keine originären Mitglieder sind? Im Gesetz, meine Damen und Herren, sind darüber hinaus unscharfe und missverständliche Formulierungen, auch bezogen auf die Regelungen zur Berichterstattung, zu den Empfehlungen der Umsetzung, leider ohne verbindlichen Charakter bei dem doch so wichtigen Inhalt. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, es sind noch ganz viele Fragen offen. Das Landesgremium, da bin ich mir sicher, kann die Herausforderungen und Anforderungen des demografischen Wandels bezogen auf die gesundheitlichen Versorgungsfragen begleiten. Die Frage ist nur, wie hat es das die letzten 5 Jahre gemacht und welche Erfahrungen und Ergebnisse sind bis dato zu verzeichnen und wie werden diese genutzt? Daher freue ich mich auf die weitere wichtige Debatte mit dem gesundheitspolitischen Anliegen, eine zukunftssichere, flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. In diesem Sinne wünsche ich uns gute Beratung. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich mache es deutlich kürzer als meine Vorrednerin. Sie hat gesagt, was wir nicht wissen. Das ist richtig so. Wir werden ja jetzt auch eine Anhörung dazu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da werden wir noch einmal einen Einblick in das Thema gewinnen. Was ich bis jetzt erkennen konnte, war das schlüssig, was die Landesregierung vorgelegt hat. Und ich kann mir am Ende des Prozesses gut vorstellen, dass wir diesen Gesetzentwurf mittragen. Vielen Dank.
Na, ihr habt auch nur so lange geklatscht, wie er gesprochen hat. Okay. Deswegen, ich gebe das Wort an Frau Kollegin Schott. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben in 2012 diesem Gesetz nicht zugestimmt, weil eben nicht festgeschrieben war, wer die Vertreter in diesem Gremium sind. Nun ist es festgeschrieben. Das zeigt schon jetzt, dass es notwendig ist. Aber wir waren immer dafür, dass es eine ausgeglichene Besetzung ist in diesem Gremium. Und diese ausgeglichene Besetzung, die haben wir jetzt wieder nicht. Also es sind zu wenig Patientinnenvertreter drin und es sind keine Beschäftigtenvertreter drin. Also warum sind die Menschen, die in diesem Sektor berufstätig unterwegs sind, in großer Zahl nicht auch in diesem Gremium vertreten? Und wie erfährt die Fachwelt und die geneigte Öffentlichkeit, was man dort beraten hat? Deswegen sind wir der Meinung, und das ist ja eben schon einmal sehr ausführlich beschrieben worden, deswegen will ich es nicht in der Ausführlichkeit noch einmal gemacht haben, wir sind der Meinung, dass auch die Veröffentlichung der Stellungnahmen und Beschlüsse im Gesetz festgeschrieben werden sollte. Dann kann man dem Abhilfe tun, dann erfahren wir tatsächlich, wie oft Sie getagt haben, wie hilfreich Ihre Arbeit ist. Und man muss nicht mühsam danach suchen. Und wir müssen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier irgendwann wieder stehen, nicht darüber auseinandersetzen, ob und wie viel und wie nutzreich das dann tatsächlich war, was da gearbeitet worden ist. Ich hoffe, dass wir dazu noch mehr erfahren werden im Rahmen der Anhörung. Ich möchte es damit auch gut sein lassen für heute Abend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Bartelt für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sektorenübergreifende Versorgung ist ein Thema bei vielen gesundheitspolitischen Diskussionen. Sie fordert die Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Bei Behandlung chronischer Erkrankungen, in der Onkologie, bei Versorgung im ländlichen Raum, der Sicherstellung der Notfallversorgung werden sektorenübergreifende Konzepte angestrebt. Das seit 2012 bestehende GKV-Versorgungsstärkungsgesetz des Bundes ermöglicht, in den Ländern Gremien einzurichten, die Empfehlungen zur Stärkung der sektorengreifenden Versorgung geben. In ihnen sind verpflichtet das Land, die Kassenärztliche Vereinigung, die gesetzlichen Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft vertreten. Auch Hessen hat 2012 ein solches Gremium gebildet. Das Landesgesetz läuft Ende des Jahres aus, und das ist jetzt der Anlass des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Absatz 1 des 5. Sozialgesetzbuches. Bei Evaluation des Gesetzes haben sich die Beteiligten für eine Fortsetzung des Gremiums ausgesprochen. Wie bisher werden auch die kommunalen Spitzenverbände und Patientenvertretungen dem Gremium angehören. Das ist von Bedeutung, da sektorenübergreifende Versorgung auch ein Lösungsansatz zur Behebung des Versorgungsdefizits im ländlichen Raum ist. Chronisch kranke Menschen benötigen besonders die Aufhebung der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Die aktuellen Änderungen sind nicht grundsätzlicher Natur, aber haben dennoch praktische Wirkung. Gleichberechtigte Vertretung der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigung, Mitgliedschaften der Kammer aller Heilberufe, Apothekenkammer, Zahnärztekammer, Ärztekammer, Anpassung der Stimmrichtung der einzelnen gesetzlichen Krankenkassen an die Mitgliederzahlen und die Möglichkeit, Betroffene zu einzelnen Fragen hinzuzuziehen, beispielsweise bei Entwicklung von E-Health-Systemen. Die Landesgremien wurden dem Grunde nach auch positiv bewertet, aber auch kritisch begleitet. Der beratende Charakter begrenzt natürlich die Umsetzung von Beschlüssen. Auf entsprechende Kommentierung im Deutschen Ärzteblatt sei verwiesen. Wir sind an das Bundesgesetz gebunden, stimmen aber auch überein, dass Rechte und Verantwortung der Krankenhausgesellschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung
bei der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung und deren Finanzierung nicht angetastet werden. Dessen ungeachtet erwarten wir aber schon, dass Empfehlungen dieses Gremiums ernst genommen werden. Sie sind ausgewogen. Sie sind ausgewogen, da die Zusammensetzung das Gleichgewicht von Leistungserbringern und Kostenträgern vorschreibt. Und Beschlüsse müssen weitgehend einstimmig gefasst werden. Das gilt besonders, wenn es sich um Empfehlungen zur Sicherstellung der Versorgung im dünn besiedelten ländlichen Raum handelt. Die Novellierung des Gesetzes zur sektorenübergreifenden Versorgung soll dem Landesgremium mehr Bedeutung und Durchsetzungskraft verleihen und damit auch einen Beitrag leisten zur Sicherstellung eines unserer Hauptprobleme in der Gesundheitspolitik, nämlich der Sicherstellung des ländlichen Raumes. Wir sind optimistisch, dass wir durch diesen Gesetzentwurf hierzu einen Beitrag leisten können. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf trifft auf unsere Zustimmung. Das gemeinsame Landesgremium hat sich einheitlich für die Fortführung dieses Gremiums ausgesprochen. Sie findet die Arbeit sinnvoll und richtig und unterstützenswert. Das, was dort gesundheitspolitisch diskutiert wird, ist von großer Bedeutung. Wir GRÜNE finden das, was im Regierungsentwurf vorgelegt wird, hinreichend, ausreichend und zufriedenstellend. Auch wir sehen einer Anhörung in welcher Form auch immer entgegen, ob es noch bessere Vorschläge gibt. Wir sind mit dieser Fassung so zufrieden, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Wir haben keine Wortmeldung mehr vorliegen. Damit ist die Aussprache beendet, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozialpolitischen Ausschuss. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Meine Damen und Herren, mit der Erinnerung an den jetzt danach um 19.30 Uhr wohlgemerkt stattfindenden Parlamentarischen Abend des Vereins Deutscher Ingenieure im Restaurant des Hessischen Landtages bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für die Teilnahme und lade Sie ein für morgen früh 9 Uhr. Auf Wiedersehen.